Land auf, Land ab mit Transa. Travel und Outdoor. Swiss Military Hannover. Sport- und Lifestyle-Uhren. Und SBB Railway. Wie viele Facetten hat eigentlich die Schweiz? 5? 20? Oder noch mehr? Kommen Sie doch einfach mit und finden Sie es raus. Nicole Bircher geht für Sie auf Entdeckungsreise. Atemberaubend, inspirierend, spannend. Heute sind wir in der UNESCO-Biosphäre Entlebuch unterwegs. Vom höchsten Gipfel vom Kanton Luzern tauchen wir ein in die Unterwelt vom Entlebuch. Das Entlebuch. Man sagt ihm auch der wilde Westen von Luzern. Zum einen liegt das Entlebuch westlich von der Stadt Luzern und zum anderen zeigt sich die Landschaft hier intakt und auch wild. Auf engstem Raum findet man eine Vielfalt von Naturschönheiten. Moor- und Karstlandschaften, Wälder, saftige Wiesen und majestätische Berge. Und auf so einem Gipfel starten wir unseren heutigen Ausflug. Heute Morgen sind wir wirklich ganz früh für euch aufgestanden. Ich selber bin ja nicht unbedingt so der Frühaufsteher, aber das Frühaufstehen hat sich heute gelohnt. In wenigen Minuten werden wir jetzt hier auf dem Brienzer Rothorn einen wunderbaren Sonnenaufgang zusammen erleben. Und wenn wir noch ein bisschen Glück haben, dann werden wir dann noch ein paar Steinböcke oder ein paar Gämsche sehen. Ich habe einen Korb voll Blumen. Das Brienzer Rothorn ist der höchste Gipfel im Kanton Luzern und liegt auf 2350 Meter. Von hier oben hat man eine Sicht bis zum Sentis, zu den Gipfeln vom Glarnerland und auf der anderen Seite Berner Alpen mit dem Eiger, Mönch und Jungfrau und im Vordergrund sieht man den Brienzersee. Drum hei mir Blümli doch so gern. Ja. Diesen Morgen werde ich nicht so schnell vergessen. Das Gefühl, wenn die Sonne so wunderbar aufgeht, das ist einmalig so richtig Gänsehautstimmung. Und ja, das Aufstehen hat sich gelohnt. Das ist der André. Er ist 30 und hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Und ist heute Gastgeber auf dem Berg oben. Guten Morgen. Morgen. So war das etwas hier oben. Ja, mega schöner Sonnenaufgang. Ja. Haben wir jetzt hier erlebt. Schön. Tipptopp. Hast du auch gesehen? Leider nicht. Hast du etwas verpasst? Ja, das glaube ich. Ja. Hast du ein Käfeli? Gerne, ja. So, Odeli. Danke vielmals. Bitte schön. So, ist alles gut bei dir? Ja, tipptopp, ja. Danke schön. Ehrlich, das Wetter, ja. Es reicht. Das haben wir, ja. Genau. Darf ich etwas fragen? Ja, bitte. Du bist ja noch jung, oder? Ja. Wie kommst du dazu, hier oben zu arbeiten? Ja, ich habe schon immer etwas gesucht. Ich bin am Sörenberg aufgewachsen. Ja. Und das war das ausgeschrieben und habe mich beworben und sie haben mich tatsächlich genommen und seitdem bin ich da. Schön, schön. Ja. Und der Sonnenaufgang, siehst du den auch ab und zu? Ja, ja, ab und zu, wenn ich da oben schlafe. Weißt du noch, kann ich auch jemanden raus und genieße es, wenn ich alleine bin und gehen wir die 5 Minuten, wenn es aufgeht. Ja. Was geht denn durch den Kopf, wenn so der Sonnenaufgang ist? Das ist natürlich schön, am schönsten Arbeitsplatz der Welt zu arbeiten, oder? Und, es zeigt einfach, wie schön die Natur kann sein, hier oben. Ja, das ist so. Apropos Steinböcke, die habe ich heute Morgen vermisst. Ja, die sind halt nicht immer rum. Nein. Gell? Aber meistens kommen sie gegen Abend, nie kommen sie da oben. Und ja, sie sind hier bei der Terrasse und dann laufen sie da durch und sind Menschen gewöhnt. Und... Oh, sicher? Die kommen ja. Bis hierher, bis zur Terrasse? Ja, die laufen da runter und haben nicht Angst. Vom Brienzer Rothorn geht es jetzt runter Richtung Flüeli-Sörenberg und wieder darauf in Trossweid. Die Region hier oben ist besonders bekannt für ihre Moorlandschaften. An keinem anderen Ort in der Schweiz sieht man mehr geschützte Moorlandschaften auf so engem Raum wie im Entlebuch. Und hier treffen wir den Richard Portmann. Der Richard ist Geschichtenerzähler und Naturführer. Seine Faszination zum Moor hat er in jungen Jahren auf einer Reise in Skandinavien entdeckt. Was ist überhaupt genau ein Moor? Ein Moor? Aha. Ein nasser Lebensraum, wo es ganze Haufen spezialisierte Pflanzen und Tiere drin hat. Und wie ist das überhaupt entstanden?
Es braucht einen wasserundurchlässigen Boden. Nicole, das sieht man jetzt hier eigentlich sehr gut an einem praktischen Beispiel. Mhm. Du siehst jetzt hier unter die graue Schicht. Mhm. Das ist jetzt Lett. Mhm. Du siehst dann vielleicht Lehm. Genau. Und da kann das Wasser nicht versickern. Ja. Und die dunkelbraune Schicht oben für, mhm, das ist jetzt die Moorschicht. Das, okay, sind jetzt abgestorbene Pflanzen. Und die Schicht, die dunkle, wird jetzt immer höher. Richtig. Ein Hochmoor, wo da entstanden ist, wächst von Jahr zu Jahr einen Millimeter in die Höhe. Mhm. Also es braucht 1000 Jahre, bis ein Meter von diesem Moor entstanden ist. Ja. Und jetzt sehe ich selber, ja, Moorwasser ist sauer. Mhm. Und wieso ist denn überhaupt so ein Moor so wichtig? Das ist ein sehr guter Wasserspeicher. Mhm. Wenn es da regnet, wird ganz auf ein Niederschlag wird da aufgenommen, bevor es einfach grad so schnell drabläuft. Und die, wenn du umschaust, wo kannst du Leben und Sterben so gut beobachten wie in einem Hochmoor, wo es keine Nutzung gibt, wo der Mensch nichts drinnen macht? Die Liebe, die Faszination und auch die Freude am Moor, die spürt man beim Richard. Und die lässt sich da oben auch spielerisch entdecken. Wir kehren noch kurz beim Restaurant Rossweid ein, bevor es nachher in die Unterwelt des Entlebuchs geht. In der Zwischenzeit zeigen wir euch ein paar Ausschnitte vom Outdoor-Abenteuer, das Nicole im Hintergrund begleitet hat. Mit Landauf, Landab bin ich viel in der Natur unterwegs. Um mich immer wieder neu zu inspirieren, habe ich zusammen mit meiner Namensvetterin Nicole, die Outdoor-Profis Christa und Micho von Transa zu einem spannenden Abenteuer eingeladen. In der letzten Episode haben sie die Aufgabe bekommen, eine zweitägige Bergtour zu machen. Ausgerüstet mit den nötigsten Sachen wie Seil, Karabiner, Helm und Zelt haben sie losgeschickt. Wie reagieren sie auf Herausforderungen? Wie agieren sie, wenn man alles etwas anders laufen tut als erwartet? Wir werden sie im Hintergrund genau beobachten. Da, dir, was wollt ihr da machen? Oh, hallo! Und die erste Herausforderung wartet schon beim Zeltaufstellen auf sie. Ja, seht ihr die Kühe nicht? Wir denken, die seien in dieser Welt. Ja, da. Falsch steht. Unser Plan ist jetzt, dass wir den Anweisungen des Conny folgen und auf ein Plätzchen gehen, wo es am Morgen sicher keine Kühe mehr hat. Das Problem war, dass wir auf der falschen Seite des Zauns das Zelt aufstellen wollten. Ja, jetzt haben wir sie kennengelernt und sie hat es auch gut gemacht, da uns einen anderen Platz anzuboten. Jetzt haben wir gedacht, können wir zu ihr zu Nacht essen. Ja, heute gibt es eine frühe Bettruhe, wo morgen bei Sonnenaufgang war, glaube ich, die Aufgabe gewesen, gell? Sonnenaufgang und der ist relativ früh im Moment. Warum jetzt das mal ein Zelt? Wir haben ja gewusst, dass wir auf einer gewissen Höhe oben sind und gewusst, dass es auch keine Bäume mehr hat. Und dann war das Zelt einfach ein bisschen einfacher und wir ja nicht wirklich auf das Gewicht schauen. Und dann spielt es auch keine Rolle, wenn wir ein bisschen mehr Gewicht mitnehmen oder eben das Zelt mitnehmen. Der Wind, das haben wir jetzt doch nicht so gerechnet, aber zum Glück haben wir eben das Zelt dabei. Dann können wir da ein bisschen Windschatten gehen. Aber es wird sicher laut sein vom Rascheln. Der Wind war laut die ganze Nacht. So richtig gut haben unsere zwei nicht geschlafen. Und man merkt auch, dass ein mulmiges Gefühl in der Luft ist. Jetzt bin ich mittelmässig fit, noch nicht so top, aber wenn jetzt Adrenalin kommt, geht es dann schon. Gestern habe ich mich noch mental vorbereitet, aber nach der Nacht ist der Wind nicht abgestellt. Und jetzt weiss ich nicht, wie das wird mit dem Wind an der Wand. Also,
bin gespannt. Aber eben, wer will, der kann. Aber meistens machst du es eben wie. Und in der nächsten Episode geht es dann in die steile Wand. Zurück wieder im Entlebuch beim Salvideli. Das Wetter hat inzwischen etwas umgeschlagen. Ciao, Uli! Ciao, Nicole! Trotz dem schönen Sonnenaufgang sind wir vom Regen überrascht worden. Ja, jetzt bin ich gleich noch ein Sommergewitter reingekommen, aber macht gar nichts. Jetzt bin ich noch eine Stunde bis Silvengen bis zur Höhle unterwegs. Wenn ich hier durchgehen würde, käme ich in Bodenwad und wir gehen jetzt hier auf. Jetzt geht es Richtung Schrattenfluh. Die Schrattenfluh ist eine Karstlandschaft mit vielen Schlünden und Höhlen. Seit 1959 erforschen die Wissenschaftler die Schrattenfluh. Die grösste Höhle, die man in diesem Gebiet entdeckt hat, ist 7,5 km lang. Es gibt aber auch noch viele weitere, die nicht so gross sind, aber genauso interessant. Ja, Pius, kaum sehe ich dich. Schön Wetter. Hoi, Nico. Grüezi. Wie geht's? Gut, danke. Super. Das ist der Pius Schneider. Er macht Höhlenführungen. Und wir stehen jetzt hier gerade neben einer Höhle auf der Alp Silvengen. Erzähl mal, Pius, wie findet man so eine Höhle? Ja, das ist noch ganz speziell, wie man die Höhle entdeckt. Das war eigentlich wegen einer Gülkastenerweiterung. 1973 hat man ein neues Gülkastchen an der bestehenden angebaut. Und da ist mir plötzlich ist das Aushub runtergefallen und da hat man gesehen, dass da unten eigentlich ein Hohlraum hat. Ja. Hebt perfekt. Schon eine Höhlenforscherin mehr. Super. Genau. Wie tief unten sind wir jetzt? Ja, jetzt sind wir gut 30 Meter unten. 30 Meter unter der Erde? Ja, genau. Und wie lange warst du schon in der Höhle? Sicher schon x Mal. Das war schon sehr, sehr viel. Was heisst das? Etwa 1000 Mal, oder? Ich denke schon. In all diesen verschiedenen Höhlen ist ein grosses Wassernetzwerk vorhanden. Das Regenwasser sickert jeweils zuerst in die Karstfelder ein, fließt weiter durch die Steinschichten und verschwindet in verborgenen unterirdischen Bächen und Flüssen. Das Wasser, das hier in dieser Höhle abfließt, legt eine Strecke von 20 km zurück und kommt nach 38 Stunden im Thunersee wieder raus. Hier haben wir jetzt so eine ganz spezielle Art. Also das ist eine der schönsten hier drinnen. Man sieht hier wunderschöne Säulen. Man sieht die Stalagmiten bis dort hinten. Oben aber die Stalaktiten. Also, traumhaft. Und wie entstehen die überhaupt? Das ist aus der Eiszeit natürlich. Ein kohlensäurehaltiges Wasser, das den Kalkstein aufgelöst hat. Und jetzt hier hat es es eigentlich ausgeschieden, abgelagert an der Wand. Was geht dir so durch den Kopf, wenn du mit das anschaust? Es ist einfach ein Wunder, was uns die Natur gegeben hat. Und ich sage auch immer den Leuten, haben die Sorge zu der Natur. Die Natur braucht uns ja nicht. Wir brauchen die Natur. Und wenn wir dürfen etwas so sehen, das tut uns eigentlich den Horizont wieder öffnen. So, da wären wir jetzt am Ende der Höhle. Es gehen da zwar etwa noch 30 Meter hinten, aber dahinter haben wir so eine Wasserscheide, sehr dreckig dahinter. Darum hören wir da auf. Danke vielmals, Pius, dass du mich hier in die Unterwelt mitgenommen hast. Es war mega spannend. Danke auch vielmals, dass ich dich führen durfte. Es hat mich auch riesig gefreut. Danke auch euch, dass ihr uns hierher begleitet habt. Wir bleiben weiterhin für euch unterwegs. Macht's gut und bis bald. Und jetzt nehmen wir noch ein Schnäpschen. Genau. Das machen wir jetzt. Das machen wir sicher. Machen Sie mit und gewinnen Sie einen Gutschein von SBB Railway für das Kombi-Angebot Sürenberg-Kemmeri-Bodenbad. Wandern Sie gemütlich von der Rossweid zum Kemmeri-Bodenbad. Der Preis beinhaltet An- und Rückreise mit dem ÖV, eine Gondelbahnfahrt und eine grosse Portion Meringue. Unsere heutige Wettbewerbsfrage ist, welcher ist der höchste Berg vom Kanton Luzern? Ist das A. der Pilatus oder B. das Brienzer Rothorn? Schicken Sie ein E-Mail an landauf-landab@zeit.ch.
Teilnahmeschluss ist am nächsten Dienstag. In der nächsten Folge von Land auf Land ab sind wir in einem Bündner Bergtal zu Gast. Da haben wir schon kleine Kristalle, oder? In der Surselva, oder auf Deutsch, im Land über dem Wald. Land auf Land ab mit Transa. Travel und Outdoor. Swiss Military Hannover. Sport- und Lifestyle-Uhren. Und SBB Railway.